Wir gehen wieder rein in Red Dead Redemption 2. Ich freue mich echt. Ich habe, wie gesagt, gestern 6 und 7 geschnitten. Und da hatte ich schon wieder Bock zu spielen. So gut es geht. Ja, alles gut. Ich habe das Spiel schon geändert. Alles gut. Ruh du dich mal aus. Da hat es mir schon wieder in den Fingern gekribbelt, als ich das Video geschnitten habe. Ich finde es auch cool, dass ihr das Spiel so gut aufnehmt. Echt? Trink. Ah, mach ich. Wenigstens einer, der aufpasst, dass ich genug trinke. Alter, was ist denn das neblig? Auf dem Speicherplatz ist das automatische, befindet sich der Spielstand. Gesenkten Haupt gespeichert, der wird sich spielen. Ja. So, am Lagerfeuer, am Rand des Lagers kannst du Gegenstände herstellen. Okay, möchte ich. Alter! Was ist denn das für Wetter hier? Okay. Also, was haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben unser Kopfgeld ziemlich in die Höhe geschossen. So, wir haben auf jeden Fall Systemsoftware, ja, mache ich hinterher. Da noch eine Mission. Aber nur noch da eine. Nein, hier, da ist auch noch eine. Und da ist noch eine Mission. Das Ding ist halt, ihr seht, hier haben wir ja 290 Dollar. Ja, ich habe jetzt überlegt, dass wir entweder, was ist das eigentlich? Stall, okay. Dass wir entweder hier hingehen und sagen, okay, wir nehmen Kopfgeldjagd an, um halt ein bisschen Kohle zu machen. Oder wir gehen halt hier hin, hier und hier und treiben dann das Geld ein für den Strauß. Ich glaube, Strauß heißt er. Und machen dann eine der beiden Quests weiter für die Hauptstory. Ich glaube, das machen wir so. Ich würde dann sagen, dass wir dann erstmal. Alter, was ist denn das für eine riesige Karte? Erstmal raus aus unserem. Oh, wir gehen erstmal zu Billy. Wir gehen jetzt erstmal Billy besuchen. Ach, nee, warte mal, das war gar nicht. Das waren gar nicht die Gelder für den Strauß, das waren diese, ja, waren das Kopfgeld? Waren das diese Kopfgelddinger? Weiß ich nicht mehr. Egal. So machen wir's. Good morning. Morgen. Das sowieso, Shiggy. Ist das jetzt mein Pferd? Plötze. Ja, das ist mein Pferd. Nachdem ich letzte Woche, keine Ahnung, 4 oder 5 Pferde gekauft und wieder verkauft und ach. So, jetzt bitte wieder die Musik von Bonanza vorstellen. Plötze ist neu. Plötze ist ein neues Pferd, deswegen habe ich noch nicht so eine starke Bindung zu Plötze wie für mein anderes, was aus Versehen umgekommen ist. So, hier rechts. Wo ist denn hier jemand, den ich helfen soll? Help. Wir sind ja die Ritter des Rechts, ne? Deswegen.
Chip, 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 chip und chap. Die Ritter des Rechts. Chip, chip, chip und chap. Keine Gnade. Hey, you think you're in a dime novel? Alter, ist noch einer. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You done me a service. Hey, look, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take. Ja, easy. Das Schloss krieg ich auch. It ain't stealing if it's already stolen. Tada! Yeah, Freunde. Ja, wir sind halt Cowboys im Wilden Westen. Ist ein bisschen wie GTA, Shiggy. Nur halt im Wilden Westen, also ist von, auch von Rockstar. Und, du kannst ja eigentlich ziemlich alles machen, was du willst, ne? Also, letztendlich sind wir halt Outlaws. Also, wir leben halt draußen. Haben keinen festen Wohnsitz und versuchen nicht unbedingt das meiste Kopfgeld zu haben, was jetzt in meinem Fall leider etwas daneben lief. Ja, dann haben wir verschiedene Quests. Kennst du Red Dead Redemption nicht? Also Red Dead Redemption 2? Hast du noch nicht von gehört? Umso besser. Umso besser kannst du alles genießen. Jo. Ist ja nicht schlimm. Nö. Kann ja nicht alles kennen, Shiggy. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Und letztendlich versuche ich halt gerade einfach unsere Gruppe, also unser Lager, was ich hier habe, am Leben zu halten. Also Nahrungsbeschaffung, Gelder beschaffen. Ja. Boah, guck mal, wir sind jetzt gleich über die Grenze, dann sind wir frei. Also frei im Sinne von, wir haben kein Kopfgeld mehr. Ja, letzte Woche ist wirklich etwas eskaliert mit den Kopfgeldern. Das ist wirklich. Kann ich eigentlich auch jetzt, warte mal, vom Pferd aus. Boah! Jo, das hat geklappt! Geil! Häuten auf jeden Fall, dann kann ich nämlich die Haut mitnehmen. Just wait a second, girl. Perfekt, geiler Scheiß, Alter. Wir haben endlich mal perfektes Fell. Aber wie weit ist denn das Kaffee das noch? Bis ich da bin und dann wieder zurück, dann ist das Fleisch vergammelt. Dann ist das Fleisch vergammelt, dann muss ich das halt leider da lassen. Aber wir haben das Fell. Sehr, sehr gut. Gesehen, wie gut ich geschossen habe. Wahnsinn. Wahnsinn. Moin. Nein. Reite weiter. Ich will da nicht rausspringen.
Also, letzte Woche, Velo, da hast du wirklich verpasst. Ich hab mich hier mit den Gesetzeshütern angelegt, Alter. Da gab's keinen Morgen. Da gab's wirklich keinen Morgen. Dich kriege ich, du. Nein, ich will nicht schießen. Wie schlage ich denn? Komm. War ein bisschen weit. Du musst zurück. Hab ich dich. Guck mal, der spielt im Deck. Ich finde die Kulisse immer noch geil. Das ist ein richtig schönes Spiel. Ich frage mich halt jetzt, ob mir das was gebracht hat, dass ich den gefangen habe. Naja, wenn er frei wäre, hätte er nicht den Anzug an, Pagado. Reifen sind in Mode. Ja, weiß ich nicht. Ist das Spiel von der Lautstärke her okay, Leute? Frage ist halt, was mache ich jetzt mit dem? Erstmal looten. Hat nix. Boah, ich glaube, das müsste der sein, den ich mit Pfeilen. Yo! Hm. Eigentlich möchte ich den verprügeln. Kann ich den da reinstecken? Nee. Hm. Was mache ich mit dem? Wo bringe ich den hin? Was ist denn hier in der Nähe? Ich kann ihn doch jetzt nicht einfach laufen lassen.
habe aber auch keinen Bock, den mitzunehmen. We're going for a walk. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. All right. Hallo Pascal. Everyone guess what's coming, don't they? Come on, the girl. Pascal, hast du meine Sprachnachricht schon gehört? Sehr nebliger Tag heute. Höre ich gerade ab, okay. Gut. Freunde, denkt dran, wenn ihr gute Momente, lustige Momente, whatever habt, dann klippt das bitte. Nur so kann ich Instagram und TikTok füttern. Ach, guck mal. Hier stehen aber nette Häuschen. Wo kann ich denn mein Pferd anbinden? Da. Warum nimmst du jetzt den Bogen? Ach ja, da kommt dann den Bogen auch noch mit. Hack den Bogen weg. Good morning to you. Ah, okay, ich kann doch fahren. Sehr gut. Habe ich mir schon fast gedacht. Yeah! Hi, Mister. Hi, folks. Er fühlt ihn wieder auf jeden Fall. So. Moin! Bin etwas zu schnell durch die Tour, tut mir leid. Der Zug hat keine Bremse. Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Hey, Junge, jetzt soll ich auf den nächsten Zug warten, oder was? Hello. Kann ich mich da hinsetzen? Nein. Wo gehe ich denn? Komme ich denn hier raus? How are things? Kommt der Zug denn jetzt wenigstens? Der Zug hat keine Bremse. Zug. Guck mal, jetzt fahren wir Zug. Eine Zugfahrt, die ist schön. Eine Zugfahrt, die ist. Stehe ich jetzt auch am Gleis 9¾? Boah, ich muss mich unbedingt wieder rasieren, Alter. Ich habe schon wieder einen Bart, ey, Junge. Er kommt da. Okay, wir suchen den Barwaggon.
Aber ich habe doch gar kein Ticket gezogen. Oh. Alles klar, Shigi. Lass es dir schmecken. Falls uns nicht mehr hören, schönen Abend dir noch. Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to... Yo, der goldenen Revolver. Mr. Midnight, listen. This won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that! I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Mr. Midnight! Bring doch einfach rüber den Stuhl, Junge! Die Musik! Ja, Mann! Oh, okay, der war schneller als ich dachte. Junge. Eieieiei. Okay. Kann ich mir jetzt eine Waffe nehmen? Yo! Schade. Wie war das denn jetzt noch? Wo war denn hier die Kamera? Ja. Alter, ich schaff das doch nicht. Ich hab's überlebt. Gut. Hatten wir den auch. Und wir haben sogar eine neue... Ne, wir haben jetzt eine goldene Waffe. Geiler Shit. Gut. So. Hallo, Dude. Schön, dass du da bist. So. Warte, jetzt muss ich die Markierung wegnehmen. Da hätte ich auch... ich hätte das Fleisch da abgeben können. Ja, ist egal. Und jetzt reiten wir auf dem Rückweg eben zu Black Bell. Machen das auch noch ready. Und dann können wir die Hauptstory weitermachen. Ja. Guck mal, hier gibt's Maisfelder. Ist das Mais? Ne, das ist kein Mais. Ne, das ist kein Mais. Aber das mit dem Tunnel wäre schon witzig, ja. Ja. Boah, reitet sich ganz gut. Doch, doch, nee. Kann mich nicht beklagen. Ich versuche heute auch, dass das Kopfgeld nicht mal so hoch in die... Höhe schießt wie letzte Woche, Dude. Falls du dabei warst. Der Zug hat keine Bremse, der Zug. Boah, jetzt habe ich einen Ohrwurm, Alter. Was lachen die da oben eigentlich? So gucken die mir auch zu? Nee, da habe ich geschlafen, scheinbar. Dann, Dude, kannst du dir das gerne auf YouTube nachgucken. Die Parts von letzter Woche sind noch nicht da, aber die ersten vier. Fünf. Heute wurde Part 4 veröffentlicht. Hey! Why don't you mind your business and keep walking, huh? Freunde, ich möchte doch. Ich möchte. Oh, ich habe keine Munition! Ich möchte wissen, was ihr hier macht.
Real stupid, pal. Ja, ist okay. Die haben angefangen. Hope you boys chose a full safe. Wisst ihr, das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe ja jetzt die Waffen getauscht. Und meine Waffe, die liegt jetzt immer noch auf dem Zug. Oh, Silberring, den kann ich gut verticken. Was für ein Sumpfgebiet bin ich ja eigentlich. Aber da seht ihr mal, wie krass diese Landschaft von dem Game ist. Richtig, richtig gut. Ah, ich hab meine Waffe noch, okay. War weg. Sumpf ist gut für alle. Das stimmt. Ich bin falsch geritten. Ich muss. Stopp! Ich muss so. Ja. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja nochmal einen. Keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts mehr im Kopf. Aber wäre schon cool, wenn wir so einen Alligator treffen. Der Zug. Der Zug kennt keine Bremse. Der Zug. Meint ihr, da ist es warm? Das sieht schon sehr warm da aus, oder? So, so sehr, sehr drückend auch. Echt da. Ich war halt noch nie in einem Sumpfgebiet. Ich weiß nicht, ob es da warm ist. Ich glaube, so ein Alligator wird uns auch ziemlich auseinandernehmen, wenn wir auf einen treffen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Warum habe ich denn jetzt so viele Waffen auf einmal da? Ach, egal. You there. Oh, hello? You a bounty hunter? Well, not right now, I ain't. You Black Bell? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them neither. Sind die Guten? Yeah, if it's just me against Sam, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Ey, mein Black Pferd steht da auch noch. Mach keinen Scheiß jetzt. I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on. Oh, come on. Stop just there. Now, set it out. Hey, look, they're trying to flank us. Komm,
da jetzt noch mehr. Yo! Hey. Ach, da unten! Jo! Ich hab den Hut abgeschnitten. Nix da. Freunde, wir sind voll im Game. Scalp hunters off your back. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days, running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight, and that's about the end of it. Well, a man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers. Dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture too, if it ain't a trouble. No, sir. No trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Okay, I got it. Then I guess they'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Warum schließen sie sich eigentlich nicht unserem Clan an?